Spiel mit uns. Und bitte. Wir befinden uns gerade am Drehort von dem neuen Kinofilm Spieltrieb. Und jetzt könnt ihr euch mal angucken, was alles so hinter den Kulissen passiert, was ihr auf der Leinwand verpasst. Das Tolle ist einfach, dass das eine Story ist, die man nicht jeden Tag sieht. Da sind so viele neue Sachen, neue Elemente dabei. Und dann sind die Charaktere, die wir spielen, Michelle, Ada und ich, den Aleph, das sind einfach so Traumrollen. Das Casting, als ich das Buch angelesen habe und dann gab es das Drehbuch und dann wusste ich, da gibt es ja so viele explizite Szenen, Nacktszenen, Sex mit dem Lehrer, wahnsinnig kompliziert. Es war irgendwie nie angespannt irgendwie, das ist ganz wichtig. Also Maxi zum Beispiel ist einer der schüchternsten Menschen, die ich so kenne, auch was Nacktheit betrifft. Naja, man muss ja als Schauspieler mal irgendwas Neues auch machen oder Sachen, wo ich eher Angst davor habe, also gerade diese Sexszenen. Da war Maxi echt ein total toller Partner. Michelle, die ist eine hervorragende Schauspielerin. Ich finde es auch wahnsinnig mutig, was sie macht. Das ist ganz toll. Also ich habe jetzt schon öfter die Erfahrung gemacht, dass es mit diesen jungen Leuten echt Spaß macht, weil die sind einfach noch, ja, wie man so schön sagt, unverbraucht. Die haben noch richtig Bock. Nur wer das Nichts in sich entdeckt und die Werte aus sich selbst schöpft, ist wirklich frei und ein Spieler. Zusammen sind wir unschlagbar. Yannick ist ein echt total sehr cooler Typ, der sehr lebendig ist und sehr witzig ist. Wir haben sehr, sehr viel Spaß hier. Wow, Yannick ist einfach ein ganz besonderer Mensch. Und der hat auch so viele verschiedene Seiten. Ich bin Profi. Scheiden ist ja nicht gerade. Gregor ist einfach jemand, der wahnsinnig mitfühlt und mitgeht. Der ist am Mitatmen quasi. Ich finde ganz toll beim Gregor, dass er immer sehr positiv ist und jetzt gerade in dem Fall die jungen Menschen gut motivieren kann. Wir haben uns alle wahnsinnig gut verstanden und wir wussten alle, wir ziehen da so an einem Strang, um was ganz Besonderes zu kreieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel ausgeht, dann geht ins Kino.